Hey und willkommen zum vierten Part des First-Person-Jump-and-Run-Games. Und zuallererst werden wir uns jetzt hier um einen kleinen Lichtbug kümmern. Das ist vielleicht schon dem einen oder anderen aufgefallen. Wenn wir jetzt hier auf den Boden gucken, wird unsere Kamera immer heller, unser Viewport hier. Und ja, das fixen wir ganz einfach, indem wir jetzt hier nach einem Post-Process-Volume suchen. Das ziehen wir uns hier irgendwo in unser Level rein. Und sagen hier Unbound, also dass das Post-Process-Volume auf das ganze Level verteilt, also es wirkt auf das ganze Level und nicht nur in diesem kleinen Bereich hier wie eigentlich. Und jetzt suchen wir hier Brightness raus und sagen, dass die minimale Brightness, wenn wir jetzt hier auf den Boden gucken, sagen wir mal die minimale Brightness 1 und die maximale, keine Ahnung, können wir gerne auf 2 lassen oder so. Aber wie wir jetzt sehen, wenn wir auf den Boden gucken, wird das nicht mehr so unglaublich heller. Also, gut, dieser Bug wäre schon mal gefixt. Wir können das auch gerne ein bisschen kleiner machen, damit das nicht so irritiert. Ja, so vielleicht. Dann hier irgendwo eine Ecke ziehen. Gut, dann hätten wir das jetzt auch. Und jetzt kümmern wir uns ein bisschen um unser Level. Wir verschönern das und gucken mal, ob wir schon irgendwie ein, zwei Level an sich erstellen können. So, ihr werdet gleich sehen, wie ich mir das Spiel an sich vorgestellt habe. Ich nehme jetzt hier einfach mal eine Platte, stelle hier oben unser Raster auf 500, würde ich sagen, oder auf 1000, mal gucken. Ja doch, auf 1000. So, wenn wir das Raster jetzt auf 1000 setzen, können wir jetzt mit Shift und Linksklick hier so eine Kopie von unserem Floor machen und den hier irgendwo anders hinziehen. So, ich ziehe den jetzt zum Beispiel mal, ich mache das hier mal ein bisschen schneller, Kameraspeed. Ja, oder gut, 5 reicht. Ziehen wir das mal hier hin. Eins nach oben, ja vielleicht. Ja doch, so. Gut. Und wir müssen jetzt irgendwie von Raumschiff zu Raumschiff springen, um da oben hinzugelangen. Und hier wird dann später unser Ziel stehen und damit können wir dann ins zweite Level. Gut. Zuallererst würde ich jetzt hier nochmal sagen, dass wir das vielleicht ein bisschen schöner machen, indem wir hier die beiden Floors auswählen. Und jetzt hier sagen wir, das ist Material. Gut, wir haben keinen Starter-Content, ja egal. Dann machen wir uns kurz ein eigenes Material. Ja, oder wir nehmen einfach das hier. Material 5, das war glaube ich auch von dem Raumschiff hier. Und das kompilieren wir jetzt. Dann haben wir nicht mehr diese Raster hier. Ja gut, das sieht schon mal ein bisschen schlichter aus. Okay, dann kann man jetzt hier quasi drauf springen. Und dann fahren wir hier rum. Gut. Okay. Jetzt müssen wir ganz, ganz viel testen. Das machen wir so. Ich nehme jetzt hier einfach nur ein einziges Raumschiff. Und das fährt in X-Richtung. Okay. Hat auch ein Pickup dabei, wie man sieht. Und das kopiere ich mir jetzt. Also mit Alt. Und dann ziehen wir das. Packen wir jetzt zum Beispiel. Ach, nee. Stellen wir es mal auf 500 runter und dann packen wir das hier neben. Und hier sagen wir jetzt, dass das extrem langsam nach vorne gehen soll und vielleicht ein bisschen schneller nach oben. Gucken wir mal, ob wir auf das drauf kommen können. Nein, schaffen wir nicht, okay. Dann soll das noch langsamer nach oben gehen und noch langsamer nach vorne. Gut. Und da könnten wir drauf springen, wenn man ein bisschen Skill hätte. Okay, gut. Die sind ein bisschen klein, da muss ich gucken, ob ich vielleicht noch die Air Control ein bisschen höher stelle. Indem ich jetzt hier unseren Player auswähle und wir das Blueprint davon öffnen und unser Character Movement auswählen. Und jetzt sehen wir hier irgendwo, wenn wir Control eingeben, Air Control. Wie man hier jetzt sieht, 1 ist maximale Kontrolle und wir sagen jetzt vielleicht mal 0,8. Das ist schon ziemlich viel. Gut. Okay, ja. Gut, da kann man schon mal drauf springen und jetzt gehen wir immer so ein klitzekleines bisschen höher. Dann könnten wir vielleicht gucken, ob wir uns jetzt hier ein neues Raumschiff holen. Und das drehen wir jetzt um 180 Grad, das halt in die entgegengesetzte Richtung fliegt. Und naja, das machen wir jetzt auch mit minus 1 hier, damit das auch schön in die entgegengesetzte X-Richtung fliegt.
Okay, wir würden uns, also die würden sich dann circa hier in der Mitte treffen. Wir sagen aber, dass das auch noch eins weiter oben sein soll. Dann würden die sich hier in der Mitte treffen. Und wir müssen dann gucken, ob wir von dem auf das Raumschiff hier drauf kommen. Ich bezweifle das, um ehrlich zu sein. Und irgendwie sieht das komisch aus. Ah ne, doch, okay. So. Und so. Und das ist ein bisschen sehr langsam. Müssen mal gucken, vielleicht können wir das ein bisschen höher nach oben steigen lassen. Ihr müsst natürlich auch die Schnelligkeit hier euren, also so anpassen, wie ihr das halt gerne haben wollt. So, kommen wir drauf. Und kommen schon her. Wir müssten da auch eigentlich schon drauf kommen, glaube ich. Wenn wir jetzt hier hochspringen. Ich bin runtergefallen, aber ja, wir würden da drauf kommen. Und dann können wir quasi, ja, sagen ich mal jetzt, dass wir jetzt hier sind. Dann du, vielleicht noch eins nach oben, ich weiß nicht. Ich glaube, wir lassen das lieber so. Der steigt dann ganz leicht nach oben und fährt mit einem, ja, vielleicht halb so schnell geradeaus in X-Richtung. Ja, versuchen wir das mal. So, hohoho. Das könnte man, also hätte ich jetzt Skill, wie gesagt, bin ich da drauf. Und das könnte man, glaube ich, noch schaffen. Können wir es auch ein bisschen langsamer machen. Hier 045. Dann sollte man das auf jeden Fall schaffen. Wir können jetzt mal den Spieler zum Beispiel auch da oben spawnen lassen. Dann sehen. Das meine ich jetzt nicht. Dann sehen wir ja, ob wir von da aus auch das Ziel erreichen können. So. Okay, das ist viel zu langsam. Das ist viel zu langsam. Ja, aua, hallo. Dann lassen wir das jetzt beides von. Ja, wir lassen es beides hier starten und sagen jetzt hier Speed 09 und ja. Dann würden wir von hier da drauf kommen, das stimmt soweit. Okay. Oder wir ziehen einfach das ein bisschen runter, ja, das können wir auch machen. Wir ziehen einfach unser Ziel hier runter. Vielleicht nicht um 500, vielleicht um ja, 200 so. Okay. Gut. Und wir kommen hier drauf. Das bedeutet, das könnte jetzt hier unser Ziel sein. Ja, wir müssen hier später halt dann noch irgendwie so ein. Ja, was irgendwie so ein Ektor hinstellen, damit wir auch sehen, dass das unser Ziel ist. Aber prinzipiell geht das hier jetzt von den Schiffen her schon. So, jetzt müssen wir natürlich noch sagen, wenn wir jetzt runterfallen, dann müssen wir auch irgendwie sterben. Also irgendwie muss das Level dann restarten. Und das machen wir jetzt erstmal ganz simpel, indem wir hier einen neuen Actor erstellen. Den nennen wir zum Beispiel Destroy Layer oder sowas. Und der besteht eigentlich nur aus einem Box Collider, also Box Collision. Und ja, wir sagen jetzt hier prinzipiell, ja, 32 können wir hier gerne lassen.
Wir sagen jetzt hier 32 mal 10 und hier auch 32 mal 10. Also einfach eine 0 hinterhängen quasi. Und wenn wir es jetzt hier in unser Level ziehen, ist es schon ein bisschen größer, aber es noch, ja, ist lange noch nicht groß genug. Also sagen wir jetzt hier nochmal mal 10 und hier nochmal mal 10. Und jetzt ist das groß genug. Okay. Ja, oder? Ja, gucken wir hier so. Ja doch, das müsste gehen. Wie wär's denn, wenn wir vielleicht einfach alles ein bisschen upspeeden, indem wir jetzt alles ja, doppelt so schnell machen? Wir hätten noch überall nur Speed auf 2 setzen können, ist mir gerade aufgefallen. Aber egal. Dafür ist Speed ja auch eigentlich da. Gut. Das ist doch schon wesentlich angenehmer zu spielen. Dauert das keine 54 Jahre, bis wir hier endlich oben sind. Okay. Gut. So, jetzt müssen wir nur in unserem Destroy Layer Actor sagen. Ja, der kann gerne alles overlappen. Und wenn er, also wenn er etwas overlappt, gucken wir, ob das unser Player ist. Also Cast to Player. Und wenn das der Fall ist, wenn das funktioniert, sagen wir Restart. Ach nee. Execute Console Comment. Und dann sagen wir jetzt hier Restart Level. Gut. Das testen wir jetzt mal schnell. Das funktioniert. Okay, gut. Jetzt würde ich sagen, dass wir vielleicht doch nicht von hier starten, sondern wir versuchen es doch von woanders. So. Ich habe den Punkt gar nicht aufgesammelt, oder? Ich weiß gar nicht. So, nochmal. Okay, der geht jedoch zu schnell hoch jetzt. Okay. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir sagen jetzt hier, dass der das einmal macht und Speed auf 2. Okay, ich glaube, ich weiß, warum das nicht geht. Spaceship. Okay, eigentlich weiß ich es nicht. Das ist jetzt komisch. Ja, gut, ja. Lassen wir das jetzt quasi erstmal. Aber wir sehen auch eigentlich, dass wir hier. Okay, doch, wir kommen hier drauf. Und da können wir auch drauf, aber hier nicht mehr. Okay. Dann sagen wir vielleicht doch, sei mal hier ein bisschen langsamer. Vielleicht 1,4. Okay, das war knapp. Mist. Aber ich glaube, wir hätten es geschafft. Okay, jetzt habe ich auch immerhin einen Punkt. So, wir werden hier später noch ein paar Sounds und so hinzufügen und er ist trotzdem noch zu schnell. Viel zu schnell, um genau zu sein. Und wir ziehen das vielleicht sogar noch ein bisschen nach hier. Ja. Aber hey, wir hätten sie mal geschafft. Ja, glaube ich auf jeden Fall. Das wäre toll. Eins nach oben. Gut, also das würde halt funktionieren. Super. Dann würde ich sagen, erstellen wir uns hier einen kleinen Actor. Den nenne ich einfach mal, keine Ahnung, nicht Ziel, nicht Target, sondern ja, Goal oder sowas. Oder Finished. Oder Finishline. Ja, sagen wir mal Finishline. Hier zwar keine Linie, aber ist ja wurscht.
Hier packe ich jetzt erstmal provisorisch irgendein Static Actor rein. Zum Beispiel sagen wir jetzt hier Show Engine Content. Und jetzt können wir uns hier irgendetwas raussuchen. Irgendwas Langweiliges, irgendeine Sphere oder irgendein Block. Ja, sagen wir mal diesen Cube hier. Den drehen wir mal ein bisschen, damit das irgendwie ein bisschen spannender aussieht, ein bisschen lebendiger. 45 und 45. Okay. Ja, gut, okay. Das können wir erstmal so lassen. Die Size sage ich jetzt vielleicht 0,5 und 0,5. Dann ziehen wir den mal hier bei uns rein. Okay, doch eine Size von 1 hätten wir, glaube ich, auch lassen können. So. So. Und so. Ja, doch, sieht hier eher aus wie so ein Pickup. Also eine Size von 1 hätten wir lassen können. Und ja, dann ändern wir das immer schnell wieder mit Steuerung Z. Dann buchen wir den Actor wieder weg, aber egal. Okay. So. Hier drauf und. Ja, wir können auch eine Size von 4 machen oder so. 4, 4 und 4. Das sieht doch besser aus für ein Ziel. Wesentlich besser. Okay. Dem setzen wir noch hier irgendein Material. Irgendwas Leuchtendes haben wir da was. Wir können hier auch den Engine Content wieder hiden. Okay. Dann würde ich sagen, erstellen wir uns schnell irgendein leuchtendes Material, indem wir jetzt hier Materials gehen. Und ein neues Material erstellen und das sage ich einfach mal, nenne ich einfach Bright oder so, aber richtig geschrieben. Gut. Ja, gut. Okay, würde ich sagen, Emissive Color ist also jetzt 4 und Linksklick gleichzeitig. Dann haben wir hier ein Vorvektor, also wir haben jetzt 4 Parameter drin. Und das wird jetzt hier unsere Farbe sein, die ja, machen wir so türkis oder so. Und dann ist das schon ziemlich hell. Und wir können vielleicht mal Multiply sagen und hier jetzt auch eine Konstante, also 1 drücken. Und so. Und wir multiplizieren das mit 2 oder so. Dann ist das schon ziemlich hell, schon eigentlich zu hell. Gut, 1 wäre unser Normal hier. 1,4. Okay. Und vielleicht, sagen wir Metallic, stellen wir auch eine Konstante hierfür. Metallic, nicht Specular. Dankeschön. Die setzen wir auf 1,7. Ja, kann man erstmal so lassen. Jetzt gehen wir in Finish Line und sagen hier Right. Okay. Und jetzt ist das hier auch ziemlich hell. Dann würde ich noch hier in dem Blueprint schnell sagen, dass der keine Shadows castet und dass der alles überlappt. Shadow. Nee, okay, gut. Jetzt castet er keine Shadows, finde ich irgendwie besser für so ein Ziel. Und wenn wir das jetzt überlappen, so Component Begin Overlap, sagen wir hier einfach Print String Hallo oder so. Dass wir einfach erstmal sehen, dass der Code immerhin ausgeführt wird. Und das ziehe ich jetzt hier wieder an den Anfang, weil ich keine Lust habe, da oben hinzuspringen. Das dauert dann wieder extrem lange. Okay, das ging schnell. Packen wir das mal ein bisschen weiter nach hinten. Ja doch, okay. Gut. Das funktioniert. Dann sagen wir jetzt Other Actor Cast to Player. Und wenn das funktioniert, dann können wir quasi noch sagen, dass unsere Finish Line
eine Variable hat, die nennen wir Next Level, also hier Next Level. Und das ist, ich glaube, ein, ja, wir sagen erstmal, es ist ein String, aber müsste, glaube ich, ein Name sein, bin mir gerade nicht sicher. Das können wir testen, indem wir sagen, nicht Change Level, sondern Load, Open Level war es, glaube ich, genau, Open Level. Und das ist, ja, ein Name, also ändern wir das hier zu dem Name. Zum Beispiel Level 2 oder so. Und das ist Editable und Expose und Spawn. Okay, gut. Das wird jetzt quasi heißen, wenn da ein Spieler reinläuft, werden wir ins neue Level katapultiert. Unser Level, den wir momentan sind, heißt so Level 1, okay. Und dann, ja, lassen wir es erstmal so und erstellen ein neues Level. New Level, das sagen wir mal ist ja doch Default. Und Save Selected. Und hier sagen wir jetzt irgendwie, um das erkenntlich zu machen, dass das ein anderes Level ist, dass hier unser Boden bright sein soll. Okay. Und das ist Level 2. Okay, das ziehen wir einfach hier in Level rein. Und wir starten, okay, nicht in dem Level, sondern in Project Settings. Maps und Modes, ja doch, Level 1, Level 1, okay. Dann gehen wir hier in Level 1 zurück und starten und sagen so, und Level 2 ist geladen quasi, also wenn wir jetzt hier in das Ziel reinlaufen, startet er Level 2. Wunderbar. Und ja, jetzt müssen wir das nur noch hier oben hinpacken. So. Und quasi haben wir jetzt, naja, so einen ersten Prototypen für ein erstes Level. Wir haben jetzt hier unsere Schiffe und diesen kleinen Bug müssen wir nächstes Mal noch fixen. Und da kann man also von Schiff zu Schiff springen. Und ja, wenn wir da oben angekommen sind, dann sind wir im nächsten Level. Das ist eigentlich ganz nice. Oh, gerade geschafft, okay. Gut, Level 2 funktioniert also. Dann würde ich sagen, wäre es mit diesem Tutorial. Im nächsten Part werden wir dann, denke ich mal, alles ein bisschen verschönern. Vielleicht noch ein bisschen Musik einbringen oder bessere Materials erstellen. Oder wir kümmern uns noch mehr um die Pickups, indem wir vielleicht noch sowas wie so ein Freezing-Pickup programmieren oder etwas in der Art. Vielleicht auch ein Kompass, der in Richtung Ziel zeigt. Mal sehen. Wir sehen uns auf jeden Fall dann beim nächsten Mal. Bis dann.